Im Sommer 2000 endet eine lange Vermisstensuche im Süden Englands mit einer traurigen Nachricht. Ich habe die traurige Mitteilung zu machen, dass wir in einem Feld die Leiche von Sarah Payne gefunden und identifiziert haben. Die Achtjährige war verschwunden. Der Albtraum aller Eltern. Wir waren eine ganz normale Familie, genau wie alle anderen. Die Nation ist schockiert vom Mord an einem unschuldigen Kind. Der Killer hat eine geheime Vergangenheit. Kann ein weiteres grauenhaftes Verbrechen verhindert werden? Ist ein warmer Tag. Familie Payne genießt ihren regelmäßigen Wochenendbesuch bei den Eltern von Michael Payne an der Küste von Sussex. Kingston Gorse liegt direkt am Meer. Dort gibt es nur Privathäuser, Maisfelder und Weiden. Für Kinder ist es einfach ideal. An diesem Samstag hatte die Familie nachmittags bei den Großeltern gegessen, bevor sie zu einem Spaziergang aufbrechen wollte. Wir gingen am Strand entlang und die Kinder liefen um uns herum. Als wir dann weiterziehen wollten, haben die Kinder uns gefragt, ob sie zum Spielen zurückbleiben dürften. Die Jungs waren 13 und 14 Jahre alt, also es gab keinen Grund, Nein zu sagen. Dann flehten uns die Mädchen an, bei ihren Brüdern bleiben zu dürfen, also sagten wir ja. Diese Entscheidung werde ich für den Rest meines Lebens bereuen. Sarah und Michael Payne lassen ihre Kinder am Strand zurück und machen sich langsam auf den Weg nach Hause. Die Kinder Lee, Luke, Sarah und die kleine Schwester Charlotte verlassen aber den Strand, um weiter auf einer nahegelegenen Weide zu spielen. Die ist nur 450 Meter vom Haus ihrer Großeltern entfernt. Doch als die achtjährige Sarah sich über etwas ärgert, entscheidet sie sich, alleine nach Hause zu gehen. Ich denke, die beiden Mädchen machten Blödsinn. Eine ist wohl hingefallen und fing an zu weinen. Daher entschied Sarah, zur Oma zurückzugehen. Sarah! Lee, der Älteste, macht sich Sorgen um seine Schwester. Er versucht, sie einzuholen. Doch nachdem sie durch die Lücke einer Hecke schlüpft, verschwindet sie. Als die anderen Kinder das Haus der Großeltern erreichen, wundern sie sich, dass Sarah nicht da ist. Auch eine Stunde später ist sie immer noch nicht aufgetaucht. Wir haben sie überall gesucht, in jeder kleinen Seitenstraße, jedem kleinen Waldstück, jedem Feld. Wir gingen zum Strand zurück und haben rauf und runter gesucht. Unsere Panik wuchs unaufhörlich. Es war eine elende Furcht, wissen Sie. Das Herz schlägt einem bis zum Hals. Und man ist einfach hilflos, einfach Panik pur. Meine Tochter war spurlos verschwunden. Sarahs Mutter entscheidet sich, die Polizei zu rufen. Polizeinotruf, wie kann ich Ihnen helfen? Meine achtjährige Tochter ist verschwunden. Sie wird seit fast 2 Stunden vermisst. Wo sind Sie? Wir sind in Kingston Gorse, Peak Lane. Und wie ist Ihr Name nochmal? Payne. Wie heißt die Kleine, die vermisst wird? Sarah. Die Polizei reagiert sofort und sucht die Gegend ab. Dabei werden sie auch von Dorfbewohnern unterstützt. Aber es gibt keine Spur von der Achtjährigen. Die Polizei fordert Verstärkung an. Sie riefen mich an und sagten, sie seien zunehmend besorgt, dass etwas Schlimmes passiert sein könnte. Die Familie schildert dem Hauptermittler Alan Ladley sorgfältig jeden einzelnen Moment des besagten Nachmittags.
Als ich dort ankam, versuchte ich, genaue Informationen über Sarahs Verschwinden aus den Kindern herauszubekommen und auch andere Möglichkeiten auszuschöpfen. Ja, sie ist dorthin gefallen. Der 13-jährige Bruder Lee war die letzte Person, die seine Schwester gesehen hat. Was er den Ermittlern erzählt, erweist sich als äußerst wichtig. Als er zur Straße kam, konnte er Sarah nicht sehen. Aber er sah, wie ein großer weißer Transporter die Straße runterfuhr, umkehrte und zurückfuhr. Als der Fahrer an Lee und den anderen Kindern am Straßenrand vorbeifuhr, nickte er ihnen zu. Die Polizei beginnt als erstes, vorbestrafte Sexualtäter in der Umgebung zu befragen. Einer von ihnen ist der 41-jährige Mechaniker und Gelegenheitsbauarbeiter Roy Whiting. Er wohnt nur 5 Meilen von Sarahs Großeltern und der Küste von Sussex entfernt. Und er fährt einen weißen Transporter. Weniger als 24 Stunden nach Sarahs Verschwinden wird er von der Polizei festgenommen und verhört. Sein Haus wird gründlich durchsucht. Whiting behauptet, in der Nähe seines Hauses gewesen zu sein, als Sarah verschwand. Doch eine in seinem Transporter gefundene Tankquittung beweist, dass er 20 Meilen davon entfernt war. Das ist verdächtig, reicht aber nicht, um ihn festzuhalten. Wir hatten zu der Zeit keine weiteren Beweise gegen ihn in der Hand. Trotzdem haben wir seinen Wagen behalten, um ihn auf Spuren zu untersuchen. In den kommenden Tagen erweitert die Polizei ihre Suche auf einen Umkreis von 20 Meilen. Die Geschichte des vermissten Mädchens beherrscht die nationalen Schlagzeilen. Die seit 2 Tagen vermisste 8-jährige Sarah Payne ist laut der Polizei von West Sussex vermutlich entführt worden. Verzweifelt fleht Sarahs Mutter die Öffentlichkeit um Hilfe an. Sie haben keine Ahnung, was Sarah uns bedeutet. Wir sind eine starke Familie, aber getrennt voneinander können wir nicht überleben. Wir brauchen sie heute zurück, jetzt, so schnell wie möglich. Die Zeit scheint stillzustehen. Man fühlt sich wie auf einem ewigen Laufband, doch ohne Boden unter den Füßen, als wäre man von einer Klippe gestürzt. Du wirst nur noch von den Menschen um dich herum geführt. Der ergreifende Appell von Michael und seiner Frau Sarah berührt die Öffentlichkeit. Wenn Sie sie haben, bitte bringen Sie sie Ihrer Familie zurück. Bitte. Da die Weltpresse darüber berichtet hat, habe ich gedacht, sollte Sarah fernsehen können, dann sieht sie hoffentlich, dass wir sie suchen. Die Payne-Familie wollte jeden Tag eine Pressekonferenz einberufen. Ich habe noch nie über eine Geschichte berichtet, die jeden Tag aufs Neue für so viel Medieninteresse sorgte. Sarah, wenn du das sehen kannst, komm bitte nach Hause. Du fehlst uns so sehr. Wir waren eine ganz normale Familie wie viele. Wegen des schönen Wetters zu der Zeit spielten abends Hunderte von Kindern unbeaufsichtigt draußen. Aber sie kamen alle sicher nach Hause. Ich glaube, es gab danach viele Eltern, die dachten, oh, was für ein Glück, meinem Kind ist heute nichts passiert. Am Montag, den 17. Juli, 2 Wochen nach Sarahs Verschwinden, macht ein Bauer auf einem Feld 18 Meilen von der Stelle, an der Sarah zuletzt gesehen wurde, eine schreckliche Entdeckung. Es ist die nackte Leiche eines kleinen Mädchens. Sie ist bereits sehr verwest und liegt in einem flachen Grab. Michael und Sarah erfahren die Neuigkeiten vom Hauptermittler der Polizei, Sean Scott. Die ganze Familie saß im Wohnzimmer und schaute die Nachrichten. Der Fernseher lief seit 17 Tagen ununterbrochen. Sean sagte, ich muss mit Ihnen alleine sprechen. Kaum sagte er dies, kam aus dem Wohnzimmer ein lauter Schrei.
Offenbar lief es genau zur gleichen Zeit in den Nachrichten, als Sean es mir mitteilen wollte. Guten Tag, ich habe die traurige Mitteilung zu machen, dass wir in einem Feld die Leiche von Sarah Payne gefunden und identifiziert haben. Die Kinder kamen sofort reingelaufen. Ist es wahr? Die Jungs waren außer sich und wussten nicht, wohin. Und ich fragte mich, was mache ich jetzt? Wen tröste ich zuerst? In den darauf folgenden Tagen wird die Stelle, an der die Leiche der achtjährigen Sarah gefunden wurde, zur Trauerstelle einer ganzen Nation. Die Payne-Familie hält eine Gedenkfeier für Presse und Öffentlichkeit und danach eine private Beerdigung ab. Danach richtet sich die Aufmerksamkeit von Sarah und Michael auf das, was ihrer Tochter passiert ist und wer dafür verantwortlich war. Da es jetzt eine Leiche gibt, geht es der Polizei nicht mehr um eine vermisste Person, sondern um Mord. Die Ermittlung beginnt wieder bei Roy Whiting, dem Fahrer des weißen Transporters. Die Leiche wurde nur 8 Meilen entfernt von der Tankstelle gefunden, an der Roy Whiting am Abend von Sarahs Verschwinden angehalten und getankt hatte. Und die Polizei hat einen weiteren Grund, ihn als Tatverdächtigen zu betrachten. Roy Whiting hatte vor 4 Jahren ein kleines Mädchen aus Crawley, wo er damals lebte, entführt. Er zog sie nackt aus, ließ sie aber wieder gehen. Whiting bekannte sich schuldig der Entführung und sexuellen Nötigung und wurde zu 4 Jahren Gefängnis verurteilt. Er galt als hochriskanter Wiederholungstäter. Dennoch wurde er 1997 nach nur 2 Jahren Haft wieder freigelassen. Whiting war einer der ersten Menschen, der auf der Liste der Sexualstraftäter in England stand. Eine Liste der Polizei, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht wurde. Nach wie vor hat die Polizei außer der Tankquittung nichts, das Whiting mit dem Mord an Sarah Payne verbinden könnte. Dann machen die Forensiker, die Spuren aus Whitings Transporter sorgfältig untersuchen, eine entscheidende Entdeckung. Völlig unerwartet bekamen wir einen Anruf von der Spurensicherung. Bei ihrer Untersuchung von Whitings Transporter entdeckten sie einen roten Pullover, auf dem ein Haar zu finden war, das genau zu Sarah passte. Diese Entdeckung beweist, dass Whiting Kontakt zu Sarah hatte, und das reicht der Polizei aus, ihn erneut festzunehmen. Während des Verhörs verhält sich Whiting schwierig und widersetzt sich. Während des gesamten Verhörs sagte er nur, kein Kommentar. Er weigerte sich auch nur eine unserer Fragen zu beantworten. Dann gibt es einen nächsten wichtigen Durchbruch. Bisher hatte die Polizei kein Glück, Sarahs Kleidung zu finden. Doch nach einem Aufruf an die Öffentlichkeit meldet sich eine Frau mit Informationen. Sie hatte einen schwarzen Schuh an einer Kreuzung gesehen, die zwischen der Tankstelle, von der die Tankquittung stammte, und der Stelle, an der Sarah gefunden wurde, lag. Glücklicherweise war der Schuh noch da. Eine forensische Untersuchung des Schuhs beweist nicht nur, dass er Sarah gehörte, sein Klettverschluss stellt auch eine Verbindung zu Whiting her. Textilfasern, die am Klettverschluss zu finden sind, stimmen mit einem Vorhang aus Whitings Transporter überein. Sarahs Schuh ist das einzige Teil ihrer gefundenen Kleidung, aber es ist der stichhaltige Beweis, nach dem sie gesucht haben. Am heutigen Nachmittag um 15.20 Uhr wurde Roy Whiting wegen Mordes an Sarah Payne angeklagt. Roy Whitings Festnahme am 31. Juli ist ein Sieg für die Polizei.
Doch für Sarah und Michael ist es erschütternd, zu erfahren, dass der Verdächtige ein polizeibekannter Sexualstraftäter ist. Ich war wütend. Wütend, weil ich belogen wurde. Nicht von der Polizei, sondern vom ganzen System. Ich war Mutter und mir war nicht klar, dass man ein Kind entführen kann, dafür im Knast landet und wieder freikommt, um es wieder zu tun. Sarah und Michael sind vorsichtig mit den Informationen über Roy Whiting, um den Prozess nicht negativ zu beeinflussen. Dennoch starten sie eine Kampagne, um Sarah's Law einzuführen. Inspiriert wurden sie von Megan's Law, ein Gesetz, das 1994 in den USA eingeführt wurde, nachdem die siebenjährige Megan Kanker von einem Nachbar und bekannten Kinderschänder vergewaltigt und ermordet wurde. Sarah's Law würde Eltern einen kontrollierten Zugriff auf eine Sexualstraftäter-Datei erlauben, um herauszufinden, ob sich bekannte Sexualstraftäter in der Nähe ihrer Kinder aufhalten. Die Aktion wird von einer britischen Boulevardzeitung unterstützt. Doch der kontroverse Name Name and Shame führt zu Protesten und in einigen Fällen zu tätlichen Angriffen. In Wales gab es den Fall einer Kinderärztin. Sie wurde attackiert, weil die Menschen Kinderarzt mit Kinderschänder assoziierten und dachten, das eine hätte irgendwie mit dem anderen zu tun. Emotionen kochen nach wie vor hoch im Winter 2001. Fast 1,5 Jahre nach dem Mord, als Roy Whiting das Lewis Crown Gericht in East Sussex erreicht. Als der Prozess beginnt, müssen Sarah und Michael dem mutmaßlichen Mörder ihrer Tochter gegenübertreten. Wir kamen in den Gerichtssaal, der winzig war. Mir wurde bewusst, wie nah alle beieinander stehen würden, und das machte mir Angst. Die Anklagebank befindet sich in einer Vertiefung. Roy Whiting wurde buchstäblich von Sarahs Familie und Freunden umkreist. Ich hatte Angst davor, wie ich reagieren würde, was ich machen würde. Ich hatte Angst davor, was Mike machen würde. Dieser Mann war ein Monster in meinem Kopf, der mit einem Augenzwinkern meine Familie auslöschen könnte. In Wahrheit war er ein trauriger Mann. Ich sah ihn an und dachte nur, kein Wunder, dass du Kinder schikanierst. Routinemäßig für britische Gerichte lehnt der Richter den Antrag der Verteidigung, Whitings vorherige Verurteilung für die Entführung und sexuelle Übergriffe auf ein anderes 9-jähriges Kind mit einfließen zu lassen, ab. Die Geschworenen werden also nur mit Beweisen aus diesem Fall über Whitings Schuld oder Unschuld urteilen können. Der Staatsanwalt ruft Mitglieder der Familie Payne in den Zeugenstand. Sarahs Brüder sagen per Videoübertragung aus. Sarahs Mutter tritt ebenfalls als Zeugin auf. Sie blieb ruhig. Sie verlor sozusagen nicht ihre Nerven, obwohl das verständlich gewesen wäre. Sie strahlte Würde aus. Die Staatsanwaltschaft präsentiert den DNA-Beweis vom Schuh und dem roten Sweatshirt. Das Gericht erfährt, dass die Polizei ein Entführungsset in Whitings Van gefunden hat, inklusive Seil, 2 Kabelbindern, einem Messer und Babyöl. Es kommt ans Licht, dass Whiting an dem Wochenende, an dem Sarah verschwand, die Hintertür seines Transporters manipuliert und die Seitenverkleidung entfernt hatte, um den Wagen anders aussehen zu lassen und Beweise zu vernichten. Aufgrund der Tatsache, dass er die Ausstattung des Vans sichtlich verändert hatte, würde die Jury zu dem Schluss kommen, dass er eine bequeme kleine Ecke hinten im Wagen hatte einrichten wollen. Als nächstes weist der Staatsanwalt darauf hin, dass Veränderungen an Whitings eigener Erscheinung am gleichen Wochenende äußerst verdächtig waren. Da waren Aussagen von jemandem, der den Eindruck hatte, er sei wie dampfgereinigt gewesen. Die Pathologin betritt den Zeugenstand. Sie sagt aus, dass Sarah durch Strangulation oder Erstickung starb. A
Als sie in ihrer Aussage auf einen möglichen sexuellen Übergriff auf Sarah zu sprechen kommt, wird es unerträglich für die Paines. Es waren furchtbare Beweise, die sich die Eltern anhören mussten, samt der Tatsache, dass sie von Tieren, wahrscheinlich Füchsen, angefressen wurde. Verständlicherweise blieben Michael und Sarah nicht im Gerichtssaal, um sich das anzuhören. Nach 15 Tagen pausiert die Staatsanwaltschaft. Roy Whitings Verteidiger wendet sich ans Gericht. Seine Verteidigung war offensichtlich. A. Ich war es nicht. Oder B. Ich war nicht dort. Sie behaupten, dass die Beweise der Polizei verunreinigt sind. Whitings Verteidigung war, dass das Haar auf seinem Sweatshirt aufgrund schlechter Polizeiarbeit dorthin gekommen wäre. Und dass die Fasern gar nicht die Fasern seien, von denen behauptet wird, dass sie es waren. Dann zum Entsetzen der Familie Payne lässt die Verteidigung Whiting aussagen. Ich starrte ihn nur an und wollte ihn zwingen, mir in die Augen zu sehen. Schau mich nur an. Und er tat es nicht. Nicht einmal. Ich glaube, er schaute einmal kurz in meine Richtung. Er schaute mir nie in die Augen. Er konnte es nicht. Als Whiting vom Staatsanwalt Timothy Langdale ins Kreuzverhör genommen wird, ist seine Aussage nicht überzeugend. Der Staatsanwalt drehte sich zu Roy Whiting um und fragte: Mr. Whiting, wieso sitzen Sie heute hier vor Gericht? Whiting mit seiner nasalen Stimme antwortete: Ich möchte, dass die Jury die Wahrheit erfährt. Der Staatsanwalt machte eine lange theatralische Pause und sagte anschließend: Mr. Whiting, Sie werden eine ganze Weile im Zeugenstand verbringen. Und wenn ich mit Ihnen fertig bin, wird die Jury die Wahrheit wissen. Whiting kann nicht überzeugend darstellen, wo er sich wann genau aufhielt an dem Wochenende, an dem Sarah verschwand. Er war in seinem Transporter unterwegs und ist ziellos herumgefahren. Whiting bemüht sich zu erklären, wie er in die Nähe des Feldes kam, in dem Sarahs Leiche gefunden wurde, und kann auch die Veränderungen, die er an sich und seinem Transporter vorgenommen hat, nicht glaubhaft verteidigen. Das Kreuzverhör des Staatsanwaltes war, als würde er einen gestrickten Schal auflösen. Als er mit ihm fertig war und zu seinem Platz zurückkehrte, wusste man einfach, dass er ihn fertig gemacht hatte. Nach 19 hochemotionalen Prozesstagen zieht sich die Jury am 10. Dezember 2001 zurück, um ein Urteil zu fällen. Anfangs waren wir extrem zuversichtlich, doch die Jury hat 2,5 Tage auf sich warten lassen. Das war eine Ewigkeit und mir ging es schlecht. Ich dachte, bitte, bitte, verurteilen Sie diesen Mann. Lassen Sie ihn nie wieder freikommen. Schließlich bittet der Richter die Hauptjurorin um das Urteil. Ich erinnere mich, wie sie mich direkt angeschaut hat. Als sie anfing zu sprechen, brach sie in Tränen aus. Schuldig, sagte sie. Erst nach der Urteilsverkündung offenbart der Richter den Geschworenen, dass Whiting wegen Kindesentführung und sexueller Nötigung vorbestraft ist. Ein paar der Männer lehnten sich nach vorne, klopften den Frauen auf die Schulter und sagten: Hab ich doch gesagt. Das war sehr emotional. Ein paar Frauen haben geweint. Schuldig gesprochen, der Entführung und des Mordes, schickt der Richter Whiting lebenslang hinter Gitter. Ich erinnere mich, wie ich an den Worten des Richters hing und geweint habe. Das war das erste und einzige Mal, dass ich mir erlaubt habe, zu weinen. Ich denke, die Worte waren: Sie sind der Albtraum jeder Eltern und Großeltern. Aber als Whiting die Stufen zu seiner Zelle hinabstieg, und es sind sehr alte Zellen im Keller des St. Louis Crown Gerichts, glaube ich, dass ein Familienmitglied der Paines rief: Ich hoffe, du wirst in der Hölle schmoren. Daran erinnere ich mich.
Das macht uns nicht glücklich, aber der Gerechtigkeit wurde Genüge getan. Sarah kann jetzt in Frieden ruhen. Aber lassen Sie uns dafür sorgen, dass es nie mehr passieren kann. In den letzten Jahren musste Sarah sowohl das Scheitern ihrer Ehe als auch einige psychosomatische Krankheiten verkraften. Aber trotz allem kämpfte sie weiter. Im Jahr 2009 ernannte die britische Regierung Sarah zum Victims Champion, ein Sprachrohr für Opfer von Verbrechen. Sie wurde darüber hinaus von der Queen geehrt. 2011 wurde dank ihrer Bemühungen Sarah's Law schließlich in ganz England eingeführt. Mittlerweile kann man in jede Polizeidienststelle gehen und sich Auskunft holen über jemanden, der Kontakt zu seinen Kindern hat. Man kann sich dort über vorherige Vergehen erkundigen. Für Sarah ist dieses Gesetz eine dauerhafte Erinnerung an ihre Tochter. Sie hat uns aufgeweckt. Das ist es, was sie getan hat.